Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt und ja, heute möchte ich mit euch über die folgenden spannenden Themen sprechen. Als allererstes geht es um einen Indikator, der nun einen 30-prozentigen Rückgang beim Bitcoin prognostiziert. Außerdem blicken wir Richtung Bitcoin und Verwahrgeschäfte in Deutschland, denn die BaFin hat hier nochmal einige Erklärungen herausgegeben. Und zu guter Letzt blicken wir Richtung Ethereum Boom, denn wir haben im Bereich DeFi ein neues Allzeithoch mit 814 Millionen US-Dollar, die gelockt worden sind, tatsächlich erreicht. Wir gucken uns das allererste Thema an und hierbei geht es vor allem um den Indikator, der bereits im November 2019 aufgeblinkt ist und der eben tatsächlich einen Rückgang von 30% für den Bitcoin bedeutet hat. Und das Ganze sieht wohl so aus, als würden die vergangenen Tage hier noch einmal zuschlagen. Der sogenannte Fear and Greed Index, der sagt nun wohl einen Wert von 53 vorher, beziehungsweise dort steht aktuell dieser Index. Und das ist tatsächlich das letzte Mal im November 2019 passiert, in dem Moment, als dieser Index tatsächlich diesen Wert erreicht hat von 53, ist also der Bitcoin um knapp 30% von 9.400 auf 6.400 Dollar gefallen. Wir haben ja auch mitbekommen, dass wir in den letzten Tagen nochmal einen starken Rückgang erlebt haben beim Bitcoin, der nur sehr, sehr kurzweilig war. Wir sind also um knapp 6% zurückgefallen von 9.100 auf 8.500 Dollar und das in weniger als 5 Minuten. Also stellt sich natürlich die Frage, ob die Vergangenheit hier nochmal zuschlägt. Aktuell bewegen wir uns bei ungefähr 8.600 Dollar und wir haben in den letzten Wochen oder beziehungsweise auch in den letzten Tagen vor allem natürlich häufig versucht, die Widerstandsbereiche in Höhe von knapp 9.100 bzw. dann 9.500 Dollar zu durchbrechen. Aber so wie es aussieht, fangen nun die entsprechenden Experten und Analysten an, so ein bisschen an dem ganzen Markt hier zu verzweifeln, weil sie nicht genau wissen, was jetzt eigentlich als nächstes passiert. Wir haben zum Beispiel auch die Aussagen von Josh Rager, der grundsätzlich einen Rückzug im Februar für wahrscheinlich hält. Er sagte, Bitcoin-Rückzüge sind zu erwarten. Wichtig ist, dass man die Marktstruktur und den Trendwechsel im Auge behält. Der Preis würde wahrscheinlich bei niedrigen 8.000 Dollar abspringen. Wenn der Preis nicht über 7.700 Dollar fällt, würde ich mir keine Sorgen machen. Und wenn man sich dann das Thema nochmal mit dem November und dem aktuellen Zeitraum anguckt, dann wird man schnell feststellen, dass es hier zwar Ähnlichkeiten gibt, aber letztendlich ist es natürlich nicht der gleiche oder nicht die gleiche Art und Weise. Und ich würde mich vor allem auch nicht auf nur einen Indikator hier tatsächlich berufen, denn solche Indikatoren blicken auf zum Beispiel den Bitcoin-Preis nur aus einer Richtung und das ist natürlich sehr, sehr, unbedacht, würde ich sagen, und vor allem sehr unvernünftig, denn es gibt viele weitere Indikatoren, die hier zum Beispiel deutlich besser die aktuelle Marktlage tatsächlich offenlegen. Vor allem, wenn man mal Richtung Fundamentaldaten und so weiter guckt und auch die Hashrate sich ansieht und so weiter, dann wird man schnell feststellen, also es gibt auf jeden Fall Dinge, die für den Wandel bzw. für natürlich auch den weiteren Anstieg des Bitcoins sprechen, aber das ist natürlich höchst spekulativ und ich persönlich bin ja eher bullisch eingestellt, glaube aber auch, dass es durchaus realistisch sein kann, dass also der Bitcoin hier nochmal einen entsprechenden Rücksetzer macht. Ob es tatsächlich 30% sind, da bin ich mir unsicher und darauf würde ich eher weniger spekulieren, aber solche Rückgänge, die gab es in der Vergangenheit bereits und auch der Trader Don Alt sagte folgendes, ich habe keine Ahnung, wo wir als nächstes hingehen. Bären wurden gespielt und Bullen wurden gespielt. HTF-Support unterstützt, HTF-Widerstand geblockt. Ich ziehe mich in meine No-Trade-Höhle zurück und warte den Wochen- und Monatsabschluss ab. Ich handle viel, wenn ich weiß, was los ist und nicht, wenn ich es nicht weiß. Also sehen wir hier auf jeden Fall Trader und Analysten, die grundsätzlich sagen, hey, der Bitcoin, der wird jetzt nochmal einen Rücksetzer machen. Auf der anderen Seite haben wir welche, die sogar so unsicher sind, dass sie sich erstmal zurückziehen aus dem Trading für ein paar Tage, um sich die ganze Situation nochmal in Ruhe anzugucken. Und das ist wahrscheinlich gar nicht so eine schlechte Idee. Hier würde wieder quasi der Rat Richtung, nicht nur der Diversifizierung, sondern eben auch in die Richtung Cost-Averaging-Verfahren eigentlich am meisten Sinn machen. Einfach einen ordentlichen Sparplan aufbauen, kontinuierlich zu investieren, um sich einfach gut
gut aufzustellen für die Zukunft, um eben die Schwankungen auszugleichen. Ich glaube, damit fährt man dann am Ende des Tages besser, als wenn man sich ja hier die Frage stellt, ob nun der Bitcoin in den nächsten Tagen wieder hoch oder runter geht. Unabhängig davon sind das natürlich wieder sehr interessante Sichtweisen und nun hoffen wir natürlich, dass der Bitcoin uns in den nächsten Wochen hier weniger oder eben nicht enttäuscht. Wir gucken uns das zweite Thema an und hierbei geht es um das Thema Bitcoin-Verwahrung in Deutschland. Ein unglaublich interessantes Thema, was relativ schnell dazu führte, dass wir hier den ein oder anderen Hype, vielleicht sogar Euphorie gesehen haben, vor allem aus der internationalen Presse. Wir haben mitbekommen, dass es hier ein neues Gesetz gibt, was hier die Verwahrung von Bitcoin und Co. und so weiter tatsächlich regulieren soll. Am 1. Januar ist das in Kraft getreten, aber wenn man sich dann mal die ganze Situation anguckt, merkt man schnell, ach, so richtig schön strukturiert ist das Ganze noch nicht. Vor allem ist das Interesse der großen Banken noch sehr, sehr verhalten. Wenn wir uns natürlich so Unternehmen angucken wie Bitwala und so weiter, ja klar, die sind natürlich im Geschäft, die sind dabei, vorne mit dabei und die sind schon positioniert, aber die Deutsche Bank, die DZ, die Ingbank und so weiter, die gucken sich die Entwicklung lieber aus der Entfernung an, um sich tatsächlich erstmal ein Bild von der ganzen Situation zu machen und deswegen sind hier noch keine konkreten Pläne formuliert. Und diese Verwahrung von Kryptowährungen, die macht natürlich auch noch ein paar Probleme, weil einfach die deutsche Bürokratie und natürlich auch die Gesetzesgebung noch nicht so richtig schön formuliert ist. Hier gab es schon einige Aussagen von einigen Anwälten, die gesagt haben, naja, da brauchen wir definitiv noch Handlungsbedarf, um tatsächlich das Ganze richtig ordentlich zu formulieren. Denn was wir wissen ist, dass alle Unternehmen, die im letzten Jahr bereits im Bitcoin-Handel bzw. in der Verwahrung aktiv waren und die sich bei der BaFin gemeldet haben und grundsätzlich darum gebeten haben, eine Lizenz zu bekommen oder diese eben beantragt haben, dass diese tatsächlich bis zum August bzw. bis zum November tatsächlich die Möglichkeit haben, ihre Geschäfte und so weiter aufrechterhalten zu können. Alle anderen, die jetzt erst in 2020 sich anmelden, die müssen jetzt erstmal warten und sich eben auf die Aussagen von der BaFin verlassen. Das heißt also, dass diese Unternehmen tatsächlich nicht handeln dürfen, in irgendeiner Art und Weise, jedenfalls nicht im Verwahrgeschäft. Und das ist natürlich ein großes Problem für die, die ja eigentlich aktiv werden wollen. Hier gibt es auch einige Aussagen zu Paragraphen, die zitiert werden und so weiter. Aber dennoch scheint das ganze Thema ein relativ großes Hindernis zu sein, weil jetzt so ein bisschen Unklarheit tatsächlich herrscht, wie dann tatsächlich auch mit zum Beispiel ausländischen Unternehmen hier umgegangen wird, denn die Rechtslage, die sagt erstmal grundsätzlich aus, dass es deutsche Unternehmen betrifft, aber was ist denn zum Beispiel mit ausländischen Unternehmen, die außerhalb von Deutschland bereits das Verwahrgeschäft hier quasi abgewickelt haben und nun tatsächlich das Ganze auch in Deutschland betreiben wollen, wie geht man eigentlich damit um? Also hier sehen wir auf jeden Fall sehr, sehr viel Unklarheit und Themen, die noch geklärt werden müssen. Ich bin also sehr gespannt, was hier die BaFin noch tun wird, wie dann sich auch tatsächlich entsprechend Rechtsanwälte und so weiter sich mit dem Thema beschäftigen werden, um hier zu einer guten Lösung zu kommen, denn ich glaube, die Lösung, die brauchen wir und damit kann tatsächlich auch Deutschland einige Schritte voraus machen. Wenn ihr euch für das Thema Bitcoin grundsätzlich interessiert, dann guckt euch auf jeden Fall den ersten Link in der Videobeschreibung an. Das ist eine Seite, die sich Bybit nennt und auf der könnt ihr euch erstmal kostenlose 90 Dollar abstauben. Wir gucken uns nun das letzte Thema an und hierbei geht es um den Ethereum-Boom in der DeFi-Abteilung. DeFi steht ja für dezentralisierte Finanzen und eben abgekürzt DeFi. Und natürlich haben wir mitbekommen, dass wir seit Januar 2018 dem All-Time-High von knapp 1400 Dollar im Ethereum-Bereich deutlich hinterherhinken. Aber dieser neue Bereich, die Rubrik DeFi, die scheint immer mehr Boompotenzial zu haben, beziehungsweise sie boomt immer weiter. Aktuell sind da 814 Millionen Dollar gelockt und das Ganze funktioniert quasi im Bereich Lending, bedeutet also, man kann dort quasi Geld und so weiter verleihen und das eben relativ sicher, in Anführungsstrichen, das System ist relativ sicher, aber man weiß natürlich nicht, wie sich das in der nächsten Zeit noch entwickelt, ob wir dort nochmal irgendwelche Dips oder ähnliches sehen werden. Das Potenzial ist erstmal grundsätzlich
grundsätzlich sehr, sehr groß, aber das Ganze steckt noch sehr stark in den Kinderschuhen. Unabhängig davon haben sie es hinbekommen, in dem Marktsegment hier tatsächlich von 258 Millionen Dollar auf nun 780 Millionen bzw. über 800 Millionen zu steigen und das innerhalb eines Jahres. Das ist erstmal sehr, sehr stark und bedeutet natürlich, dass das Interesse der Investoren sehr, sehr groß ist. Aber, und das sollte man sich definitiv vor Augen halten, das Ganze ist eben auch risikoreich. Es ist eben das Lending-Geschäft und diese Dinge haben nun mal ein gewisses Potenzial, risikoreich zu sein. Hier gibt es eine sehr prägnante Aussage von Matty Greenspan, der sagte, die Botschaft geht an jeden, der darüber nachdenkt, den DeFi-Bereich zu betreten. Sei dir der Tatsache bewusst, dass es beispielsweise bereits als risikoreich gilt, brasilianische Anleihen zu kaufen und somit dem Staat Geld zu geben. Geld einem Krypto-Startup zu geben, ist aber nochmals eine andere Liga und bedeutsam risikoreicher. Auch wenn ich froh bin, dass der Markt als solches wächst, muss man sich der Risiken bewusst sein. Es gibt keine FED, also Fed, die einen rettet, wenn Dinge schief gehen oder der Markt sich in einer negativen Phase befindet. Ich denke, dem muss man nichts hinzufügen. Der Bereich kann also Chancen bieten, aber eben auch risikoreich sein. Falls euch das Ganze interessiert, dann ist hier das Thema sicherlich in der nächsten Zeit nochmal ein bisschen zu behandeln. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn euch das interessiert. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch dieses kurz und informative Video gefallen hat. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo dalassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao.